Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Und jetzt nervt der Kater gerade im Hintergrund, ist klar. Ich höre es, ja. Egal. Ihr seht schon, wir sind hier ein bisschen weitergekommen mit dem Platz. Zaunbaustellen sind schon gesetzt, die meiste Fläche ist schon geflättet. Wir haben uns jetzt für 4 Felder breit entschieden, plus die schrägen eben, weil wir natürlich den Zaun nur an den Rand eines Feldes setzen können. Hatten wir einen kleinen Denkfehler am Ende. Und ja. 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 Und sonst so? Wir sind dann auch dabei. Ne? Ja. Ach, stimmt. Eine Folge nicht dabei gewesen und schon vergisst du alles. Ja, Vorstellung wäre Barock, Schattwolf, Fritz Paulus, Sekene, Skydance und Rahman Rahmador. Ein bisschen mehr Motivation. Ah, Motivation ist heute ausverkauft. Er hat's verkackt und wollte es vertuschen. Genau. Richtig. Jeder darf mal verkacken. Du doch nicht. Ich, unser allseits beliebter Meister. Im Verkacken. Wenn Barock der Meinung ist, dass wir Samstag aufnehmen, darf ich auch die Leute vorstellen, vergessen vorzustellen. Mit dem Unterschied, ich darf das. Rechte Stärkerin und so. Wo habt ihr denn die Nägel? Müssten in einem der Fässer sein. Vor der Schmiede. Und wenn nicht, dann muss ich sie eben schnell produzieren. Ich komme gerade. Wir sollten Nägel haben. Wir haben niemals 0 Nägel. Kann mal jemand durchzählen, wie viele Zäune es sind? Das habe ich gerade vergessen. Keine Nägel. Wieso haben wir schon wieder keine Nägel? Ist egal, zähl die Zäune. Frag die Joker. Ich bin seit mehreren Aufnahmen hier oben an der Mauer mit. Ah, hab welche. 131 haben wir noch. Gut, reicht für 13 Zäune. Kann jetzt mal jemand zählen? 18. 18. Ohne Garantie. Gut. Zählst du nochmal durch mit allen Schrägen? Kriegen die Schrägen auch noch Zäune? Ja. Aber lass das letzte Feld oben offen zum Wenden, ne? Ja. Sagte er und hat einen Zaun hingestellt. Wieso, das letzte Feld hinten ist doch ohne? Nein, ist mit. Oh. Mach jetzt einfach nochmal ein 100er Stack Nägel. Sollten wir eigentlich mit hinkommen. Sagst du so? Ja, 20 Felderlänge haben wir angepeilt. 13 Felder haben wir noch. Also für 13 Felder haben wir noch Nägel. Mit 200 sollten wir eigentlich hinkommen. Schön sind auch diese Schrägen zum Anlauf holen, ne? Das wird kolossal gut. Tjostplatz erweitert. 2.0. Ich habe jetzt schon Schmerzen, wenn ich an die harten Treffer denke. Wir sollten noch Pferdekatapulte hinten dran machen, dass wir so richtig auf 200 km/h beschleunigen, bevor wir uns treffen. Da muss die Fläche aber größer. So eine gerade geflatterte Linie von Norden bis Süden. See mit aufgeschüttet. Denk an die Lanze, die du noch brauchst. Aber sicher doch. Das ist eure Baustelle. So kriegst du das so problemlos hin und bei mir klappt das nicht. Das finde ich ja unfair. Was? Mit dem Planieren und so. Er weiß, wie es geht. Ja, ich habe es vorher die ganze Zeit ja auch hingekriegt. Nur bei dem Feld da gerade klappt das nicht. Du hast aber den Modus Planieren benutzt, ja? Ja. Ein gerades Feld? Von 14.0 auf 14.1 mit Sand erhöht. Du musst immer auf schon ein entsprechendes Feld stehen, ne? Der macht immer auf das Level, wo du stehst. Wenn ich jetzt auf dem Feld hier stehe, klappt das nicht. Ah, dann war da der Fehler, okay. Genau, weil wenn ich hier stehe, dann der macht immer auf dem Feld, von wo du stehst, geht der aus.
So, Saufeder war das, ne? Was, Saufeder? Ach, wir, kein Sand. Wir reiten nicht mit Spitzenlanzen? Mit Lanzen schon, aber nicht mit Speeren. Geht das überhaupt mit dem Speer? Weiß ich nicht. Ein Hartholzbrett und zwei Platten. Muss ich mal gucken. Boah, ist das dunkel. Ah, ich bräuchte noch ein Hartholzbrett, Yuyuka. Hast du noch irgendwo eins rumfliegen? Guck irgendwo hab eine Kiste. Kleines Lagerhaus, großes Lagerhaus. Da sollte noch was drin sein. Ja. Im kleinen gut qualitative, im großen medium bis schlecht. Ja, dann nehme ich mir eben ein gutes. Für die Lanze lohnt sich das ja. Drei. Schmeiß weg. Ja, dreimal zum Setzen. Ach so. Ja, hinten ist noch offen in die eine Richtung. Nee. Darf ich gucken, ob ich die Verzierte machen kann? Die sollte ja nicht mehr Schaden machen, oder? Dann mach zwei Verzierte, wenn schon, denn schon. Okay. Gleiches Recht für alle. Ja. Warte, habe ich jetzt die crappigen Platten genommen? Ja, habe ich. Gut. Dann die anderen. Felder hier hinten müssen ja nicht auf die 14.1 Höhe, ne? Die schrägen nicht, nein. Die kommen ja auf die entsprechende Schrägenhöhe. Was machst du da jetzt? Von hier? Ja, aber von da doch nicht. Von hier. Weil das Schrägen sind. Und wenn du von da planierst, macht der von hier die Schräge nach oben. Aber es sollte doch auf 14.4, denke ich, dann und nicht auf 14.1. Ja, richtig. Nein, nein. Du planierst jetzt auch nicht mit Planieren. Du planierst mit Planieren mit Schräge nach oben. Sofern du das kannst als Skill. Nee, kann ich nicht. Okay. Okay. Dann ist dein Planieren-Skill noch nicht hoch genug. Sand über, soll ich den irgendwo hinschmeißen? Hier oben ist noch hier kannst du noch einen draufhauen. Ganz oben sind noch zwei flache, siehst du das? Genau, oder musst du aber jetzt hier auf den 15.1 stehen. Den kann ich doch einfach hier runterschmeißen, Sand. Oh, kannst du auch so machen, ja. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Haufen Bretter für die Zäune. Und hier fehlen noch ein paar Zäune. Ich komme gerade wieder zurück. Halt, großes Lagerhaus, nimm Bretter mit. Ja. Das ist jetzt suboptimal. Was? Okay, also wir haben ein bisschen pflastern. Wir haben jetzt 18 Zäune. Und du musst hinten, glaube ich, noch 3 anbringen. Okay. Ja, 3 Stück noch. Kommen wir genau auf 21. Muss das Weich oder Hartholz sein? Ist das egal? Für Zäune ist das egal. Schnuppe. Ich habe hier schon wieder meinen Erzfeind Unterholz gefunden. Der will doch auch nur leben. Aber nicht direkt am Tjosplatz. Was sollen deine Pferde knabbern? Gras. Holz kaut sich so schlecht. Das ist nicht so spitz im Magen. Also eine schöne Kolik. Das hat doch mit dem Unterholz nichts zu tun.
Und hier schön die Bäume entwurzeln, ne? Wer findet hier Massenwald sterben? Will muss noch wer Baustoffvorbereitung skillen? Renan, Sky und Raman. Ich glaube, die haben noch nicht. Barock meinte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen, oder? Ich bräuchte auch noch ein bisschen, ja. Aber ich bin das jetzt noch so an der Baustelle hier voll dabei. Ja, ich habe gerade Holzkohle zweimal angeschmissen. Ich sag Bescheid, wenn sie fertig ist. Na, oh, ich habe wieder den Schwebebug. Yay. Mit dem Holzstamm auf dem Rücken. Sieht ein bisschen aus wie so ein Nussknacker. Warum ist die Schräge hier hinten denn jetzt gerade? Hä? Sollte sie... Ne, da oben war ein gerades Stück an der Schräge, weil das sonst zu steil wird. Also okay. Zu viel Sand. Weil auf der anderen Seite ist das nicht. Dann muss die andere Seite noch angepasst werden. Das geht so. Also ich hab's getestet, das macht keinen Unterschied, großen. Die kleine Schräge. Ja, aber es sieht nicht aus. Wenn hier jetzt zwei Felder schräg und dann zwei Felder gerade sind und auf der anderen Seite vier Felder schräg. Geh buddeln. Ich mein's ja nur. Geh buddeln. Ich bin gerade am Zäune setzen, ich kann gerade nicht buddeln. Schade. Dann bleibt das wohl so. Dann lasse ich hier die letzten zwei frei, ne? Kannst du machen, ne? Als Wendeplatz. Die beiden, die wieder gerade sind. Ja. Ja, dann haben wir auch genau 20er Zaunlänge wie geplant. Sauber. Obwohl, du hast das böse Wort gesagt, wir müssen nochmal einen dranhängen. Mir gefällt das nicht, ich muss ja jetzt echt buddeln. Viel Spaß. Werde ich haben. Wie viele Bretter brauchen wir pro Zaun? 5? 5. Nägel hast du überall reingetan? Noch nicht. Na, jetzt erstmal. Barock, du kannst langsam kommen für die Holzkohle. Bei Brenntix sind die fertig. Oh, bei mir ist irgendjemand am Grillen. Ich riech Holzkohle. Ist satt fies. Einen großen Eimer Wasser und schützt darüber. Pff, Blasphemie, niemals. Erlösung. Ich könnte das Fleisch versauen. Das nimmt natürlich vorher runter. Nee, ich nehme einen großen Eimer Bier und schütte ihn über das Fleisch. Das arme Bier. Vegetarier dürfen in dem Punkt nicht mitsprechen. Sag das nochmal, wenn ich neben dir stehe. Okay. Ändert an meiner Meinung nichts, wenn du mal auf der Fresse haust. Oh, es kommt drauf an, wie du auf dich drauf hau. Das ist wie mit Nazis, die kannst du auch kaputt schlagen, sie bleiben trotzdem rechts. Dann hast du nicht oft genug getroffen. So, Ladung Holzkohle. Nein! Der Ofen ist gerade abgefackelt. Noch? Kackdinger, ey. Ja, und ich krieg den Rest nicht raus. Dann nimm den neben dran.
Kann ich bei euch bitte zwei Lampen bestellen? Gerade nicht. Bei mir jedenfalls gerade nicht. Und bei Barock bitte zwei Seile. Sind in der Kiste. Lemmy, zimmerst du mit ihm zusammen? Wer ist Lemmy? Ist nicht da. Ja, Silkene. Das fasse ich als Beleidigung auf. Bin dann mal weg. Jo, ciao, wir sehen uns die Tage, ne? Ja, ja. So. Ich höre irgendwie kein User disconnected from your channel. Drohung nicht wahrgemacht. Ich habe letztes Mal auch gesprochen, bevor du das gehört hattest. Stimmt. Kam mal letztens rein und hatte schon Moin Moin gesagt oder Hi, bevor Steam hinterher kam mit User Connected to your channel. Arsen! Was ist los bei dir? Sprache will heute gerade wieder nicht. Brain Lag oder was? Ich weiß nicht, ich bin wieder am Stottern ohne Ende. Muss an der langen Autofahrt ohne Metal auf dem Ohr gelegen haben. Was heißt für dich lange Autofahrt? Wenn sie ohne Metal ist, 2 Kilometer. Wäre Barock jetzt intelligent gewesen, hätte er gleich eine Ladung Bretter mitgenommen für den Zaun. Ich habe da hinten noch einen Baumstamm liegen. Deswegen reitest du jetzt trotzdem leer. Ja. Ich dachte, die hat Salentin gerade schon alle mitgenommen. Alle? Ich kann 15 tragen. Aber ich glaube, wir sind eh fast fertig, ne? Naja, das Ende muss hier noch ein bisschen umgegraben werden, ne? Aber das sind nur 4 Felder mit jeweils 1 Meter. Ja, du bist ja so ein Masochist. Oh. Ein Viertel habe ich fertig. Fast. Ich muss gleich aber erstmal Ausdauer raggen. Meine Hardstamina ist schon wieder auf 13 runter. Oh, warte. Da habe ich was für dich. Stamina-Trank in der Tasche? Ja. So, da ist er ja. So, irgendwie habe ich bei mir die ganzen Schriften kleiner gemacht. Ich weiß aber nicht wie. Kannst du im Hard einstellen. Wo hast du die Holzkohle hingetan? Ach, da. Ins Fass. Dankeschön. Pass aber auf, die machen besoffen, ne? Ich weiß. Aber besoffen merke ich weniger Schmerz, das ist gut beim Kirsten. Ich hab noch ein paar. Wir brauchen Bretter, Leute. Wo bleiben die Bretter? Hier sind nicht mehr viele Zäune, glaube ich. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Nägel sollten überall dran sein, ne? Ja, ich guck gerade, ob hinten noch was offen ist. Der ist auch fertig hier. Hier fehlen auch nur noch 5 Bretter. Und die Setzlinge haben sie aber schön gemacht. Ja, ne? Gefallen mir auch. Schade. Ich kann es leider nicht selbst schmieden. Ja, ich bin doch dabei. Keine Hektik. Hektik mache ich keine. Ich verbreite auch keine Panik. Nur so ein bisschen. Dann klaue ich mir schon mal von Fritz Paulus wieder 40 Nachtblätter. Ja. Das wäre schön, wenn er dann langsam mal ein paar Kräutergärten kriegt. Leck. Jo. Irgendwie der Wurm drin halt. Das wird beim Kiosken lustig, wenn er das macht. Alter. Nö, das ist wie der Tagesanfang, das ist Wachstumstick.
Das Beil schlägt zu, aber ich bewege mich nicht. Auch nicht schlecht. Ob wir gleich wieder alle gekickt werden? Ich hab so grad das Gefühl. Wir müssen echt mehr anpflanzen, das dauert zu lange mit dem Kicken. Ist schon schön. Ah, jetzt ist die Truhe auf. Du kriegst übrigens keine Lampen, wenn du mir ständig das Nafta aus den Kisten klaust. Ich bediene mich bei den Nafta-Vorräten bei Fritz, nicht bei denen an der Schmiede. Gut, weil die an der Schmiede sind weg. Ja, natürlich. Ich habe die letzte Session das komplette Dorf beleuchtet. Es ist also für seinen Sinn raufgegangen, indem es da war. Für 5 Nafta bräuchte ich noch. An der Apothekenkiste ist Nafta. Ja. Ich korrigiere mich, ich brauche 4 Lampen. Und deswegen. Die Apotheke ist gerade leer, ich habe nämlich gerade alles Nafta in der Tasche. Dann gibst du mir bitte 5 Nafta, ansonsten gibt es keine Lampen. Ja, du kannst gleich das ganze restliche Nafta haben. Ich leg's dir in die Truhe. Irgendwo drin. Hast du die Lanzen eigentlich schon fertig jetzt? Habe ich im Inventar. So, es fehlen noch 13 Bretter. Warte, ich bin gerade im Menü. So. 13. Kannst du mir auch meinen Säbel wiedergeben? Jo. 13 Bretter, ja. Ah. Zieh den da rüber. Kann ich nicht. Warum nicht? Leckt. Weiß ich nicht, geht nicht. Ja, leckt wie Sau. Baumstämme hast du schon alle abgearbeitet? Die da nimm erstmal die. Ja, einer liegt hier noch. Wenn du annimmst? Ja, ich kann nicht bestätigen, ich kann nichts rüberziehen, ich kann gar nichts. Ja, ist gut, dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder gekickt. Mhm. Yep. Ja, es wird gerade wieder hell. Das ist ja komisch, ob das mit dem letzten Patch zusammenhängt. Die haben geschrieben, die haben irgendwas an den Gittern verändert. An welchen Gittern? Ja, von den der Insel, von dem Wachstum und sowas. Mhm. Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Oh, es geht tatsächlich weiter. Du erhältst ein Ritterschwert, eine verzierte Tjoss-Lanze. Ach, gut. Dann hat er es doch noch angenommen. Verzierte Tjoss-Lanze kannst du knicken, bau dir eine normale. Erfordert Lanzenreiter 90, das kriegen wir glaube ich nicht zusammen. Ach, scheiße, na okay. Das habe ich natürlich nicht. Hast du auch noch, ne? Ja, die normale ist hinten im Dorf im Waffenständer. Ja, okay. Die habe ich nicht mitgeschleppt. Aber dann baue ich gleich noch eine. Aber dann haben wir schon mal 2 verzierte, ne? Immerhin. Hätte man auch vorher einmal nachgucken können. Das so hätte was mit Plan zu tun gehabt. Ja, ich habe nur den Servernamen erfüllt. Und dann kann ich ja noch ein paar Bretter mitbringen. Wie viele fehlen denn jetzt noch? Ich brauche keine mehr mitbringen. Gut. Hier hinten die Zäune stehen noch nicht. Sind die voll? Ja. Kommst du denn her? Ja, wir sind am Segen. Gut. Kannst du doch nicht einfach da den Reiter vors Pferd springen. Danke. Was ist denn? Schild ist ja sogar noch in Übungsschild ist noch im Kasten. Ja, ein Übungsschild. Aber du brauchst ein richtiges, ne? Ja, wenn schon. Wenn dann eins mit Wappen, ne? Obwohl, das Übungsschild hat auch ein Wappen. Aber so ein Dreiecksschild sieht schon geiler aus.
So, Fritz Paulus bekommt seine zweite Erleuchtung. Nein, wer denn hier jetzt das Fass hingestellt? Ich nicht. Was für ein Fass? Bei der Baustelle in deinem Haus. Das weiß ich nicht. Ich habe ja nur meine Rentenkisten da. Was ist überhaupt drin? Pfeile, Waffen, Bogen, Schleuder. Also von Fritz. Wurde nicht ein Fass vermisst? Ja, ich weiß auch, wer es auf dem Rücken getragen hat, als ich es vermisst habe. Wer denn? Dieses Mal ausnahmsweise nicht du. Siehste? Das war ich, aber das ging hier zu den Stellen. Ja, aber da kam das Fass. Bogen, Pfeile und so, das klingt schon nach dir. Ich hatte nie auch nur einen Bogen im Inventar, also. Ne? Ich bin's nicht. Unsere Übungspuppe raucht. Ernsthaft? Ja. Dann sollten wir vielleicht hier hinten noch eine neue aufstellen. Ja, dann kann die gleich einen kompletten Trainingsplatz aufbauen. Ja, deswegen. Ja, das tut mir leid, das euch versagen zu müssen, aber nö, es ist nämlich kein Seil mehr da. Ja, das wird ja nachproduziert. Machen. Bis wir hier einen kompletten Übungsplatz fertig haben, da muss ja noch mehr hinkommen. Die Tribünen sind noch nicht fertig, der Kampfplatz ist noch nicht fertig, die Bogenschusslinie muss noch gebaut werden. Hier fehlt ja noch einiges. Wir machen jetzt ja nur erstmal den Kioskplatz. Ich sollte mal einen Stamina-Trank reinholen. So mit Stamina 0 grippt sich das schlecht. Hui, also geht das schnell ein Seil da. Eine glückliche verbliebene Spende von mir. Spende? Von dir? Du produzierst die Dinger nicht. So, wurden jetzt Hasen geschlachtet? Sieht nicht so aus. Dann mache ich das jetzt mal. Kann ich ja bald wieder ein paar dünne Leders herstellen. Wie sind wir denn zeitlich dran? Oh, so 30 Sekündchen hätten wir noch. Du kommst nur auf 3 Minuten. Bei mir im Timer steht 27. Also die Aufnahme läuft seit 29 Minuten und 45 Sekunden. So, die Zäune sind fertig. Wunderbar. So. Dann müsste der gute Yuyuka jetzt nur noch Schilde bauen. Ah, vielleicht. Gut, ich mach's selbst. Dann weiß ich auf jeden Fall, wer das nächste Mal kein Seil von mir kriegt. Wenen. Was setzen gern? Drachenschild, Dreieckschild, Rundschild, oh. Turmschild, Perverse. Bauen wir noch ein
Drachenschild und ein Dreieckschild. Drei Metallbänder brauche ich dann. Und okay. 60 Nägel. Und, na gut, die Hartholzplatte ignoriere ich jetzt mal eben schnell. Die haben wir, glaube ich, im Lagerhaus sogar. Ja, ja. Mehr als genug eigentlich noch. Dann die Nägel und die Bänder. Zerkene, bist du im Dorf? Sonst reite ich gleich einmal zurück. Mach du. Gut. Zwei Bänder brauche ich dann noch. Ja. Ich habe noch auf Vorrat, aber ich habe keine Nägel mehr gefunden. Ja, die habe ich im Inventar. Was brauchst du? 60. Gut, dann muss ich da auch noch mal ein paar machen. 51 habe ich noch. Super. Falscher Karren. Also der Platz da hinten ja fertig, ne? So ziemlich, ja. Ja, hinten das Ende, was ich gerade umgegraben habe, da muss noch Sand drauf. Beziehungsweise einmal einen runtergegraben werden und Sand drauf. Aber dann ist durch. Ja, dann mach das doch eben. Ich bin gerade am Schmieden. Beziehungsweise am Vorbereiten. Ah gut, wir sind dann ja jetzt auch erst bei Folge... Das war jetzt die 97. Oder war das schon die 98? 98. Was? Ne, stimmt, ihr habt drei gemacht, also 98. 97. Wieso? Es wurde doch mit 96 begonnen, dachte ich. Ja. Richtig, und das ist jetzt die 98. Also doch 98. Mein Fass. Haben wir es jetzt? Jo. Aber wir sind auch jetzt schon über der Zeit, ne? Ja, ich bin gerade dabei, also ich mach gleich... wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Prozedere, gerne einmal abonnieren, Daumen nach oben da lassen, gerne Kommentare schreiben, freuen wir uns immer drüber. Guckt auch bei den anderen vorbei. Ansonsten, wenn ihr mitspielen wollt... Sonntag von 18 bis 22 Uhr sind wir immer online, der Server ist erreichbar. Könnt ihr gerne dazukommen, Server-IP und Passwort stehen unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst auch nicht mit uns planlosen Verrückten bauen, ihr könnt eure eigene Gilde aufziehen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.